Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Eigentlich bin ich so ein bisschen spät dran mit dem Video, da mich allerdings erstens sehr viele gefragt haben und zweitens ich erstmal so ein bisschen testen wollte, was so wirklich das Beste ist. Gibt es heute ein Video zu den besten Settings in Warzone 3 für die bestmöglichen FPS, die beste Performance und die besten Controller-Settings? Das ist natürlich auch sehr wichtig in Warzone, deswegen gibt es heute dieses Video. Bevor wir jetzt reinstarten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt über Warzone, die neuesten Updates, die besten Loadouts, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie auch gerne unten in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Settings. Let's go. Also, wir starten rein mit den Controller-Settings. Ganz wichtig, wenn ihr Maus- und Keyboard-Spieler seid, ich kann euch nicht wirklich weiterhelfen. Ich habe keinen Plan von Maus und Keyboard, deswegen werde ich wahrscheinlich unten in der Beschreibung zum Thema Maus und Keyboard in die Beschreibung passen mit den passenden Settings. Heute geht es allerdings um die Controller-Settings, da ich und wahrscheinlich auch die meisten von euch Controller spielen. So, wir starten mit der Tastenbelegung. Das Ganze auf Taktik umgekehrt ist für mich das Beste, da man hier auf dem rechten Stick slide cancelt. Ist wirklich somit das Beste, weil ihr eben natürlich mit eurem rechten Stick slidet. Nicht extra vom Stick runter müsst, um zu sliden. Und da slide canceln wirklich sehr OP ist, ist es natürlich auch ja, somit das Beste, was man hier einstellen kann. Dazu das Ganze spiele ich auch vertauscht, deswegen steht hier auch Taktik umgekehrt. Wenn ihr es nicht eingestellt habt, steht hier nur Taktik. Sprich, ich habe hier L1 und L2 vertauscht. Das heißt, ihr schießt auf den oberen Tasten, nicht auf den unteren Tasten. Ist eine Geschmackssache. Ich persönlich finde das Ganze so ein bisschen besser, aber testet es gerne mal aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Am Anfang ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja, Taktik umgekehrt ist so die Einstellung, die ich empfehlen kann. Dann ganz wichtig in meinen Augen, in Warzone macht die Controller-Vibration aus. Braucht man jetzt nicht wirklich, ist eigentlich nur störend. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Kampagne oder so spielt und ja, Explosionen sind, der Controller vibrieren soll, ist es vielleicht ganz cool. Es gibt ja bei dem PS5-Controller auch diesen Schusseffekt. Aber im Multiplayer oder natürlich auch im Warzone-Modus würde ich es auf jeden Fall ausmachen. Dann kommen wir zu der toten Bereicheinstellung. Und die ist natürlich auch ganz wichtig, denn die sorgt dafür, dass wenn ihr das Ganze passend eingestellt habt, dass euer Controller, wenn ihr nach vorne drückt, zum Beispiel auch direkt losläuft. Das sind wie gesagt meine Settings, könnt ihr gerne testen. Das Problem ist natürlich, jeder Controller ist anders. Deswegen könnt ihr natürlich auch hier euren toten Bereich testen, könnt da so ein bisschen separat einstellen, das Ganze auf euren Controller einstellen. Grundsätzlich die minimalen Eingaben hier sollten natürlich niedrig sein, dass wenn man mit dem linken Stick nach vorne drückt, der Charakter natürlich auch direkt losläuft, was natürlich auch sehr wichtig ist. Dazu die Zieleinstellung 7,7 Empfindlichkeit plus 0,8 Multiplikator ist für mich wirklich sehr, sehr gut. 7,7 ist nicht zu schnell, ist nicht zu langsam, man kann sich wirklich perfekt damit bewegen, plus 0,8 Zoom-Empfindlichkeit. Ihr müsst natürlich für euch so ein bisschen testen, passt das für mich, ihr könnt euch da gerne orientieren, wenn ihr merkt, es ist zu schnell, stellt es ein bisschen runter, wenn ihr merkt, es ist zu langsam, stellt es vielleicht ein bisschen hoch. Das sind allerdings auch Settings, die wirklich sehr viele Pros relativ ähnlich spielen, der eine spielt jetzt vielleicht ja, mit 0,75 ZV-Multiplikator oder vielleicht 0,9, aber das allerdings ist so das Setting, was ich persönlich somit am besten finde. Die Empfindlichkeitsmultiplikator habe ich alles auf 1,0 gelassen, ist glaube ich auch Standard, Vertikalachse auch alles auf Standard gelassen. Empfindlichkeitsmultiplikator, taktische Haltung auch auf 1,0, Zielreaktionskurve auf dynamisch, ZV-Empfindlichkeitsmultiplikator, Fokus auf 1,0, plus das Ganze auf sofort eingestellt. Man kann hier theoretisch für die ganzen Visiere auf Long Range, für Sniper, für Rotpunktvisiere das Ganze separat nochmal einstellen. Habe ich persönlich standardmäßig aus, aber theoretisch könnt ihr so ein bisschen rumstellen. Wenn ihr jetzt auf große Distanz mit einem großen Visier die Zoomstufe vielleicht ein bisschen höher stellen wollt, könnt ihr es natürlich machen. Ich habe das Ganze standardmäßig aus, kommt trotzdem wirklich sehr gut damit klar. Da natürlich ganz wichtig, Zielhilfe sollte definitiv an sein, das wirklich ja, komplett OP ist. Es ist natürlich sehr, sehr stark in vielen Situationen. Zielhilfentyp ist auf jeden Fall Standard wieder das Beste. Ja, eigentlich zu jedem Release ist irgendwie gefühlt Black Ops immer sehr OP, war jetzt dieses Jahr auch im Multiplayer auch ganz gut, wurde allerdings wieder so ein bisschen gepatcht. Deswegen Black Ops würde ich nicht spielen, fokussieren, Präzision auch nicht. Standard ist hier wirklich der beste Aim Assist Typ. ZV-Anvisierhilfe ist auf jeden Fall an. Externe Ansicht ZV-Korrekturtyp ist auf Assist eingestellt. Bewegungssensorverhalten ist auch auf aus. Das wäre es vom Zielen-Part, jetzt kommen wir zum Gameplay-Part. Automatischer Taktik-Spin würde ich auf jeden Fall anmachen, denn erstens ist es Controller schon, plus zweitens verbessert es euer Movement, wenn ihr quasi einfach nur nach vorne drückt. Und ihr dann quasi auch direkt im Taktik-Sprint seid. Ihr seid viel schneller, könnt euer Movement dadurch deutlich verbessern. Deswegen automatischer Taktik-Sprint würde ich auf jeden Fall anmachen. Rutschen verlängert den Sprint. Ja, ich habe das Gefühl, dass man mit dieser Einstellung, wenn man auch den Dolphin Dive theoretisch aus hat, man damit trotzdem mehrmals Dolphin Dive, was halt wirklich komplett bodenlos ist. Obwohl man es ausgestellt hat, Dolphin Dive man trotzdem mit dieser Einstellung, deswegen macht das auf jeden Fall aus. Automatisches Vorwärtslaufen natürlich aus. Taktik-Sprint-Verhalten habe ich beim Laufen drücken. Ja, es ist ein bisschen Geschmackssache. Viele spielen auch Doppeldrücken beim Sprint drücken. Ich finde, beim Laufen drücken ist für mich persönlich mit meinem Movement das Beste. Dann ganz wichtig, klettern am Boden auf jeden Fall aus. Es ist oft so, dass ihr, wenn ihr im Gunfight seid und das anhabt, dass wenn ihr nach links lauft, da ein kleines Objekt ist und ihr da einfach mitten im Gunfight drüber klettert und deswegen sterbt. Ist sehr ärgerlich. Macht das auf jeden Fall aus. Automatisches Luftklettern aus, automatisches Bodenklettern und Hängen auch aus. Da es auch oft so ist, dass wenn man das anhat, in eine Tür reingeht und über dem Fenster eine kleine Markise ist, dass man ja, einfach da hängt, was wirklich gar keinen Sinn ergibt. Aber der Controller nimmt das an, dass ihr da quasi hoch wollt, dass ihr da hängen wollt. Deswegen macht das auf jeden Fall aus. Die nächste Einstellung, Rutschen, Hechtsprung verhalten. Nur Rutschen, ganz wichtig.
Wenn ihr hier quasi beides eingestellt habt, habt ihr natürlich immer noch den Dolphin Dive, den Hechtsprung, der theoretisch auch OP sein kann. Aber ihr habt natürlich den Nachteil, dass ihr immer einen Delay habt, wenn ihr Slide cancelt. Deswegen nur Rutschen einstellen, das ist wirklich die beste Slide-Einstellung. Da könnt ihr wirklich am besten Slide canceln. Und deswegen vertraut mir, macht das an. Es ist movementmäßig wirklich am besten. Tauchen auf auslösbar, automatischer Fallschirmeinsatz auf jeden Fall auf aus. Denn dann habt ihr quasi die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann ihr den Fallschirm zieht. Seid deutlich mobiler. Sprinttür ändern natürlich an. Kanten, Klettern, Falten, nur Klettern. Ausrüstungsverhalten auf Falten, dann Waffenstütze aktiviert, ZV plus Nahkampf. Die anderen Settings könnt ihr auch so kopieren. Ganz wichtig, Interagieren nachladen. Ist ganz wichtig, dass ihr priorisieren. Interagieren macht in Warzone. Ihr müsst viel looten, ihr müsst viele Kisten aufmachen und so weiter. Hier ist natürlich ganz wichtig, dass ihr quasi das Interagieren mit den Kisten priorisiert, dass ihr quasi direkt die Kisten aufmachen könnt, looten könnt und deswegen natürlich ganz wichtig, wenn ihr Warzone spielt, Panzerplatten falten, alle anwenden, drückt ihr quasi einmal, dass ihr euch Plates gebt und ihr drückt sich auch direkt drei Platten automatisch hintereinander. Wenn ihr sprintet, bricht das Ganze natürlich ab, aber würde ich auf jeden Fall empfehlen anzumachen. Die anderen Settings, C4-Detonation würde ich Schuss um Schuss machen und manuell Feuerverhalten. Wenn ihr zum Beispiel die DG spielt, die eine Burstwaffe ist, könnt ihr theoretisch auf Halten spielen. Dann müsst theoretisch hier einfach nur den Controller gedrückt halten und die Bursts gehen automatisch. Das heißt, ihr habt eine vollautomatische Burstwaffe, müsst quasi nicht die ganze Zeit triggern, könnt ihr gerne mal austesten, kann ganz gut sein. Dann die ganzen anderen Settings sind auch relativ standard eingestellt. Das sind die Controller-Settings. Ich habe die letzten Tage einiges getestet und muss sagen, ja, das war so wirklich das Beste, mit dem ich wirklich klargekommen bin. Jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zu den Grafik-Settings. Wir starten beim Anzeigemodus. Theoretisch das exklusive Vollbild ist theoretisch das Beste. Das sorgt dafür, dass quasi der ganze Fokus auf diesem Monitor liegt. Ist natürlich für die Performance gut. Ihr habt natürlich den Nachteil, ja, dass ihr nicht austappen könnt. Ihr müsst quasi extra die Windows-Taste drücken, um da rauszugehen. Deswegen, falls ihr vielleicht Streamer seid oder im Discord mit den Jungs seid und immer mal wieder austappen wollt, um natürlich so ein bisschen flexibler zu sein, würde ich hier das rahmenlose Fenster empfehlen. Sonst standardmäßig für die Performance auf jeden Fall das exklusive Vollbild. Nvidia Reflex geringe Latenz habe ich auf jeden Fall auf an. Baron Boost würde ich jetzt nicht empfehlen. Theoretisch soll es eigentlich ganz gut sein, aber ich habe eher so ein bisschen schlechte Erfahrungen damit gemacht. Deswegen würde ich es nur auf anstellen. Dann Ökomodus auf Effizienz eingestellt. Ist hier so das Beste. V-Sync auf jeden Fall aus. V-Sync Menüs 100%. Dazu habt ihr noch einen FPS-Capper, der quasi dafür sorgt, dass ihr im Menü, wenn ihr jetzt eh quasi im Menü seid und da jetzt nicht wirklich 200 FPS braucht im Menü, dass ihr das Ganze auf 60 und 30 cappen könnt. In-game habe ich das Ganze auf 180 gecappt. Ich komme performancemäßig eh meistens nicht darüber. Deswegen könnt ihr das gerne so kopieren, aber hier geht es darum, dass ihr quasi im Menü euren PC so ein bisschen spart. Denn ihr müsst eure Klassen im Menü nicht mit 200 FPS machen, könnt somit euer System so ein bisschen schonen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Dazu der Fokusmodus auf 0% eingestellt. Dazu kommen wir zu den Qualitätseinstellungen. Hier ist natürlich ganz wichtig, ich habe hier grafikmäßig wirklich so versucht, das Bestmögliche, was die FPS angeht, ja, rauszuholen, um natürlich die Performance so ein bisschen zu steigern. Gameplay-mäßig und natürlich auch was das Bild angeht, ist es natürlich jetzt vielleicht nicht das allerschönste Bild. Trotzdem, was Performance angeht, was die FPS angeht, sind das so wirklich mit die besten Settings. Die Grafikeinstellung auf Eigen, Renderauflösung auf 100 ist so wirklich der beste Wert. Wenn es zu niedrig ist, sieht euer Game wirklich unscharf aus, deswegen auf jeden Fall auf 100. Dynamische Auflösung auf aus. Dazu die Nachschärfung Fidelity Cas würde ich hier auf jeden Fall empfehlen. Ganz wichtig, geht auf mehr Anzeigen und stellt das Ganze auf ungefähr, ja, 75 bis 80 würde ich empfehlen. Je nachdem, was ihr für ein PC habt, müsst ihr vielleicht ein bisschen runtergehen, könnt damit natürlich so ein bisschen Performance, ein paar FPS sparen. Ich muss sagen, auf 80 gefällt mir das Ganze wirklich am besten. Da sieht das Game wirklich sehr clean und sehr scharf aus. Und mit dem Fidelity Cas habt ihr wirklich auch somit die besten FPS bei den ganzen Sachen hier. Deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Das Path Tracing auf jeden Fall auch aus. VRAM Skalierung habe ich auf 80. Variables Shading auf aus. Jetzt kommen die wichtigsten Einstellungen für die ganzen FPS, wo man wirklich noch einiges rausholen kann. Texturauflösung auf sehr gering. Man kann vielleicht, wenn ihr jetzt einen wirklich guten PC habt und eh nicht so viele FPS-Probleme habt, würde ich vielleicht auf gering oder vielleicht normal gehen. Ich muss sagen, um wirklich die maximalen FPS rauszuholen, würde ich auf sehr gering gehen. Anisotropischer Filter auf gering, dann Tiefenschärfe auf aus, Detailqualitätsstufe auf gering, Partikelauflösung auf sehr gering, Einschusslöcher habe ich persönlich auf an. Müsst ihr jetzt nicht anmachen, ist jetzt kein großer Unterschied, wenn ihr es an oder aus habt. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich immer ganz cool, speziell wenn man Waffen testet, was Rückschuss angeht, dass man es anhat. Dauerhafteffekte auf aus, Shaderqualität auf gering, dann Texturstreaming auf Abruf auf jeden Fall auf aus. Lokale Texturstreaming-Qualität habe ich hier auf normal eingestellt, Schattenqualität auf sehr gering eingestellt, Screen Space Schatten auch auf aus, Umgebungsverdeckung auf aus, Screen Space Reflexion auf aus und
statische Reflexionsqualität auch auf gering eingestellt. Das sind alles Schatteneinstellungen, die man jetzt nicht wirklich unbedingt sehr scharf braucht. Zieht einiges an FPS, deswegen würde ich es auch meistens auf aus oder gering machen. Tessellation auf aus, volumetrische Qualität auf gering, Qualitätverzögerungsphysik auf aus, Wettereffekt auf aus, Wasserqualität auch alles aus. Braucht ihr nicht, ist theoretisch fürs Aussehen, für die Optik ganz gut. Wenn ihr allerdings die Performance haben wollt, die in Warzone bekanntlicherweise ja nicht so die beste ist, wenn man jetzt keinen unbedingt NASA-PC hat, würde ich das alles hier auf aus oder gering stellen, wie ich es eingestellt habe. Und das wäre es von den Qualitätseinstellungen. Testet sie auf jeden Fall aus. Ist wirklich sehr viel auf low eingestellt, dass man hier wirklich die maximalen FPS rausholen kann. Und wir kommen zur Ansicht, wo man natürlich noch einiges rausholen kann. Denn hier geht es um das Sichtfeld. Sichtfeld würde ich auf jeden Fall auf 120 machen. Das heißt quasi, sprich wie weit ihr nach links und rechts oben unten seht. 120 ist sehr gut, ihr habt dadurch besseren visuellen Rückschuss, habt eine deutlich bessere Übersicht. Zielvorrichtung, Sichtfeld auf beeinflusst, Waffen, Sichtfeld auf breit und externe Ansicht auch auf 90 eingestellt, Fahrzeugsichtfeld auf Standard eingestellt. Dann bei Kamera ganz wichtig, Weltbewegungsunschärfe und Waffenbewegungsunschärfe. Tut mir einen Gefallen, falls das an ist, macht es wirklich sofort aus. Eure Waffe ist quasi, wenn ihr nach links und rechts geht, wackelt das Ganze, ist unscharf und das ist nicht wirklich gut. Realistisch in Anführungszeichen, aber macht das aus. Genau wie Bildrauschen, macht das auch definitiv auf 0,0. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf auszumachen, sonst, ja, seid ihr wirklich selber schuld. Dann kann man theoretisch noch die Blendgranate umstellen, dass der Flash nicht mehr weiß ist, euer Bildschirm nicht mehr weiß wird, sondern euer Bildschirm schwarz wird. Ist ein bisschen weird, da man natürlich denkt, irgendwas hat sich disconnected, der PC ist irgendwie ausgegangen, der Monitor ist ausgegangen, deswegen würde ich es theoretisch auf Standard lassen, kann man aber theoretisch machen. Dazu noch kurz die Audio-Settings auf Heimkino plus auf Stereo eingestellt. Ja, ist so für mich das Beste. Ist natürlich aktuell ein großes Problem, ihr könnt natürlich, wenn ihr am PC spielt, auch die Loudness-EQ einstellen. Das heißt, euer PC macht separat so die ganzen Steps lauter, die Schüsse leiser. Könnt ihr gerne mal einstellen. Ich muss sagen, so die Standardeinstellung würde ich auf jeden Fall so lassen. Beim Interface natürlich noch ganz unten. Minimap-Rotation auf quadratisch würde ich auch so auf jeden Fall einstellen. Dann ganz wichtig, Fadenkreuz natürlich ganz an. Plus auf Größe eingestellt. Damit ist euer Zielpunkt so ein bisschen größer. Ihr könnt den so ein bisschen abstimmen und quasi immer versuchen, den Punkt da zu halten, wo jetzt vielleicht gleich Gegner kommen könnten, um da natürlich auch einen Vorteil zu haben. Das, wie gesagt, wäre es von den besten Settings für Warzone 3. By the way, den Skin hier könnt ihr, wenn ihr Amazon Prime habt, ja, euch jetzt kostenlos holen. Call of Duty hat sich wieder mal gedacht, dass sie wieder mal ein Bundle für die ganzen Amazon Prime-Besitzer gratis raushauen. Und die Leute, die sich damals für COD-Points gekauft haben, haben halt wieder einfach mal Pech. Es ist wirklich wieder alles bodenlos. Aber testet, wie gesagt, die ganzen Settings. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen damit weiterhelfen. Ich brauche jetzt wirklich eine Sprechpause. Ich habe mich wirklich so oft versprochen. Das seht ihr natürlich in dem Video nicht, da ich es rausschneiden werde. Ja, aber es war wirklich bodenlos. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.